Horido und herzlich willkommen hier bei Freewalker Bushcraft. Ich bin Buka und heute gibt es ein kleines Video und zwar zum Thema Ridgeline. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, kaum noch Knoten zu benutzen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich meine Ridgeline zwischen zwei Bäumen aufspanne, ohne dabei Knoten zu benutzen. Und los geht's. Ich habe mir eine Ridgeline zurechtgeschnitten, die ist insgesamt 10 Meter lang. Die verändere ich auch nicht, die habe ich immer dabei. Damit kommt man in der Regel auch ganz gut zurecht. Man findet meistens zwei Bäume, die nicht weiter als 6, 7, 8 Meter auseinander stehen. Also kommt man mit einer 10 Meter Ridgeline ganz gut zurecht. Hat sich bewährt. Ja, jetzt ist es ganz einfach, das ist eine spezielle Ridgeline. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich entzerre die jetzt mal und fange an der ersten Seite die Ridgeline zu befestigen. Dazu mache ich einen einfachen Schlaufenknoten. So sieht er aus. Dann habe ich was Spezielles dabei, habe ich immer in meinen EDC-Taschen, nämlich kleine Holzstückchen. Man kann natürlich Äste nehmen. Vorteil hierbei ist, werdet ihr gleich sehen, weil die sehr glatt sind, warum ich die benutze und keine Hölzchen, die im Wald rumliegen. Also einmal umschlingen. Hier ist die Schlinge, hier ist der Rest der Schnur. Einmal durchziehen, dass hier eine Schlaufe entsteht. Dann kommt der Pin da rein und ich ziehe es einfach fest. So habe ich eine bombenfeste Verbindung zum Baum. Wieso jetzt dieses Holzstückchen? Wenn ich das schnell lösen will und wenn das will und wenn das Wetter nicht so besonders gut ist, kalt, nass und so weiter, und ich will die Ridgeline schnell lösen, ziehe ich einfach das Hölzchen raus und die Schnur ist gelöst. Deswegen Vorteil diese kleinen Holzstückchen. Nochmal, ich lege die Schnur rum. Auf der Seite ist die Schlaufe, die ich gemacht habe. Hier mache ich eine kleine Schlinge, stecke die hier durch, Holzstück rein. Bombenfest, lässt sich leicht lösen. Jetzt zeige ich euch die andere Seite. Okay, ich befinde mich am anderen Baum. Den ersten Baum seht ihr da, von euch aus gesehen rechts im Video. Da ist ja die Ridgeline bereits drum gelegt und festgeknebelt, nicht geknotet, geknebelt. Jetzt stehe ich am anderen Baum, der ist ungefähr, na, ich würde sagen, das sind schon so 5,5 Meter, 6 Meter entfernt. Habe hier vor dem Baum einfach eine Schlinge reingeknotet. Jetzt ist die Besonderheit bei der Ridgeline, hier befindet sich ein Knebel auf der Ridgeline. Der ist beweglich, das ist ein kleines Holzstück, 1 cm im Durchmesser, 4,5 cm lang, Loch eingebohrt, sodass der Knebel auf die Ridgeline passt und sich bewegen lässt. Das ist die Besonderheit. An der Stelle schöne Grüße, herzliche Grüße an Detlef von Bushcraft in Nature. Von dem stammt die Idee oder von dem habe ich die Idee. Die Idee ist jetzt nicht besonders neu, die gibt es schon länger. Detlef hat die aber verfeinert und hat ganze Sets sogar gebaut. Eine Ridgeline-Abspann-Sets. Geht mal auf seine Seite, Bushcraft in Nature. Lohnt sich wirklich. Detlef hat super, super coole Ideen und setzt die auch perfekt um. So, zurück zu Ridgeline. Ich nehme also hier diesen Knebel. Hier ist das Ende der Leine. Hier ist das Stück, was um den Baum geschlungen ist. Mache hier nochmal so eine kleine Schlinge. So, lege jetzt den Knebel in die Schlinge hier rein, so, und ziehe jetzt einfach am Ende. Ja, einfach dran ziehen und den Knebel hier richtig auf, oder die Leine richtig auf Spannung bringen. Der Knebel hält das richtig super fest. Die Ridgeline ist jetzt gespannt, richtig stark gespannt, löst sich auch nicht. Von selbst nicht, ne? Klar. Wenn ich das Ganze jetzt wieder auflösen möchte, nehme ich den Knebel, drehe den einmal hier in die Schlaufe wieder rein. Ja, ganz einfach. Und schon ist das Ganze wieder gelöst. Ja. Auf der anderen Seite habt ihr gesehen, da ziehe ich einfach den Knebel raus, weil das ja halt eben ein sehr glattes Stück Holz ist. Und der Knoten auf der anderen Seite, oder beziehungsweise die Knebelfunktion auf der anderen Seite ist auch gelöst. Wenn ich jetzt ein Ästchen nehmen würde mit Rinde dran, dann ist das mit dem Rausziehen, weil das ja zwar jetzt nicht mehr auf Spannung ist, aber da hinten noch auf Spannung ist, ist das ein bisschen schwieriger. Deswegen habe ich immer diese kleinen Holzstäbchen dabei. Ich zeige es nochmal hier, den Knebel hier rein, am Ende ziehen. Ja, und die Ridgeline ist super fest zwischen den beiden Bäumen gespannt. Tarp drüber, Hängematte runter oder was auch immer und eine schöne Zeit im Wald genießen. Ja, so einfach kann es sein. Ich benutze diese Technik fast nur noch.
Knoten mache ich äußerst selten. Ich habe ein paar Knoten natürlich drauf, klar. Zeige ich vielleicht noch mal in einem der anderen Videos. Und es kommt auch noch mal ein Video zum Abspannen von Tarps mit dieser Methode, mit dieser Knebelmethode. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like. Ihr kennt das. Wenn ihr solche und andere Videos zukünftig nicht verpassen wollt, dann abonniert einfach den Kanal. Klar, logisch. Ich fände es toll. Klar, ich bedanke mich an der Stelle fürs Anschauen, fürs Zuschauen, fürs Anschauen des Videos, für eure Zeit letztendlich. Und ja, ich wünsche euch angenehme Zeit draußen, am besten draußen im Wald. Ne? Nutzt die Zeit. Und ich bin für heute raus und sage ciao, ciao, tschö mit Ö und tschüss. Bis bald.